Hermann Hesse, Der Steppenwolf. Eine Rezension aus meinem Buch Literarisch-philosophische Rezensionen. Wir müssen zuhören, auch wenn uns das nicht gefällt. Zwei Seelen wohnen in der Brust von Harry Haller. Eine menschliche, sublime und eine wolfsähnliche, brutale. Harry ist ein Gelehrter, der sich viel mit Philosophie und Musik, Bach, Mozart, beschäftigt. Er mietet ein Zimmer in einem bürgerlichen Haus und verbringt die meiste Zeit alleine mit seinen Büchern. Eines Tages fasst er den Beschluss, sich umzubringen. Aber wie das Schicksal es so will, trifft er in einem Lokal Hermine, die ihm das Tanzen lehrt. Beide sind unglücklich über diese Welt. Sie ist oberflächlich, aber tiefsinnig. Beide scheitern aus dem gleichen Grund. Das Leben hat keinen Sinn. In Pablos magisches Theater zerfällt das Ich und Mozart spielt eine große Rolle. Das Radio kreischt sublime Musik, wie im Leben. Harry Haller haltet die laute, sinnlose, lieblose Welt nicht aus und tut sich mit seinem Menschsein schwer, kann es nicht annehmen. Ein sehr aktuelles Thema, ein Roman, das sehr gut die Sinnlosigkeit der Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft aufzeigt, aber auch die Einsamkeit, die einem begegnet, wenn man sich dieser Oberflächlichkeit nicht unterwirft.